Willkommen zurück zu Dead Rising 3, mit dabei Dick Dalukat. Hallo. Und ich bin Nick. Jor. Dalu, Dick und Nick Jor. Boah, cool, Springteufel. Oh, Motoröl. Nimm das. Moment, Friendly Fire ist an. Was zur Hölle? Komm hier drüben. Kannst du hier stehen? Ich hab eine neue Maske auf. Ich bin bewaffnet. Warte, warte, ich will auch sowas. Ich will auch sowas. Maske. Yo. Guck mal hier drüben, Stiefel. Dick. Wir haben wenig Zeit. Nick? Wir haben ja hier immer so eine Zeitspanne und wir sollen jetzt hier das Motel untersuchen. Ist klar. Und noch so ein Kaffee mit. Was zu futtern? Ich hätte hier einen Chips. Ein Snack für unterwegs. Getränke, immer Getränke mitnehmen. Die sind viel besser als du andere Sachen. Nicht. Wenn du was zu essen haben willst, dann guckst du doof. So, hier was zu trinken. Trinken ist wichtiger als Essen. Oh, hier drüben. Oh, eine Gun. Oh, ich habe eine Sonnenbrille. Ich habe eine Sonnenbrille gefunden. Ich habe eine Pistole gefunden. Nimm du, ach, du hast hier die, wie heißt die Waffe nochmal? Der Sägenhammer, die Hammersäge. Vorschlagsäge. Die Vorschlagsäge. Können wir hier eigentlich ein Fahrzeug gleich direkt mitnehmen? Ja. Also in der Garage vielleicht noch nicht, aber wenn wir hier den Taktus finden, können wir es direkt fahren. Okay, beeilen wir uns. Okay, Dick, Nick. Ich bin Nick, du bist Dick. Pass auf die Zombies auf, Mann. 5000 Zombies gleichzeitig auf einen Bild. Der hat der Polizist. Oh, er hat voll abgespannt. Du prügelst, hey, nicht, du prügelst auf, mich. Du prügelst mich? Hier schießt er auf uns. Mal rum. Ja, die Bullen können noch ein bisschen rumballern. Ja, die drücken den Knopf. Hey, hör doch mal auf. Geh doch in eine andere Richtung. Ich dachte, wir müssen zum Hotel. Ja, wir müssen auch zum Hotel. Ich hab ein Auto, steig ein, wenn du willst. Das ist ein Taxi. Kommen Sie ran. Bist los, los. Hier. Ach, hier drüben. So. Warte mal. Ich will hinten rein. Ja, muss aber zahlen. Mit Kreis, mit Einsteigen. Ah, Mann. Jetzt geht. Alles klar, wo soll's hingehen? Zum Motel. Oh, es ist immer viel los bei diesen Straßendemonstrationen. Das ist ganz schrecklich hier. Du gehst in die falsche Richtung, das weißt ja, du. Ja, ja, ich muss wenden. So. Das war Absicht. Und jetzt fahren wir hier durch. Alles klar. Sag du den Weg am besten. Ich sehe ihn nicht, den siehst nur du. Ich sehe den Weg auch nicht, deswegen. Du hast doch gesagt, ich fahre in die falsche Richtung. Ja, nein, mehr so rechts. Mehr rechts, okay. Aber da, wo wir eben gerade waren, bei der Kreuzung. Ja, also ja, ja, warte, warte. Ich kann nicht so einfach umdrehen. Siehst du, was hier los ist? Ich sehe den Weg, alles klar. Ich bin wieder voll im Bilde. Da hängt eine dran, da hängt noch eine dran. Ja, ja, ich werde sie los. Kann man hier durch? Oh toll, hier so ein LKW entladet da gerade. Was ist mit dem hier? Kannst du den mal wegmachen? Ich kann nicht, ich sitze hinten drin und genieße die Show. Okay, alles klar. Aber hier ist ein Rasenmäher. So, jetzt sind wir wieder auf Erfolgskurs. Da drüben sehe ich's. Wir können einen retten hier. Hier ist jemand, den man befreien kann. Beeil dich, Mann! Ja, warte hier, guck! Crystal! Crystal! Warte, ich geh raus, ich geh raus. Okay, okay, willst du einfach hier rausgehen, Mann? Ach oh, Gott, unser Auto. Na, ich bin Nick! Und hier kommt Dick. Du bist ein Dick. Ja. Boah, geil, eine Maschine. Was ist hier los in dem Raum? Boah, wie cool. Boah. Das ist Crystal's Bike. Crystal's Bike gehört jetzt mir. Und, aber sie ist noch nicht gerettet. Die Zombies, ey, die Zombies sind noch weg. Ja, die ist noch nicht in Sicherheit. So, jetzt nimmt's das Moped und haut ab. Nein, 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 die lässt es zurück. Guck mal hier, ich bin Level 4. Ah, wer levelt hier schon vor? Sir Dickeless. So, bist auf dem Moped? Kannst du hinten drauf? Ne, will ich gar nicht. Ich geh mal rüber zum Motel. Boah, kann ich so ein... Boah, yes, Offroad. Guck mal hier, ich mäsi. 5000 Zombies auf einem Fleck. Und da. Ich bin auch hier. Yep. Packen. Toll, machst es kaputt. Was ist denn hier los im Hotel? Wie komme ich denn hier rein? Ja, ey, dann müssen wir den Eingang noch finden. Nein, nein, hier an der Seite, nach oben. Du ich hast einen Behindertenparkplatz geparkt, nee, nicht. Okay, Dick, da drin sind Menschen, die überleben wollen. Du musst einfach hier in die 1 reingehen. Achtung, Zombie. Jetzt, Achtung, ich hole gerade. Ich glaube, du machst mir gar keinen Schaden. Hier geht's auf. Also hier ist abgeschlossen. Komm, also Moment, wir brauchen hier einen Code. Ja, ach, ein Code. Weißt du, wie ich das mache? Ich mache das jetzt auf Dickart. Oh, wie geil, eine Flinte. Nee, ein Sturmgewehr. Und Granaten.
Ich bin King. Ja, aber leider hast du keinen Platz mehr, King. Klar. Nee. Ich hab Granaten dabei. Ich hab Granaten dabei. Chemgranaten. Ich futter erstmal was. Willst du auch was? Durch die Maske hab ich's gegessen. Wir müssen irgendwie nach oben. Okay. Mach hier nicht immer so viel Mist. Da kommen schon die Zombies. Du weißt, wir haben wenig Zeit. Kann man hier irgendwie... Also irgendwo muss ja hier ein Weg sein, ne? Wir gehen erstmal hier hinten rum. Muss irgendwie, ja, da hinten rum wahrscheinlich. Und, ja, nicht wahrscheinlich, folg einfach Dick, ich kenne mich hier aus. Ja, Mortal kennt sich bestimmt aus, du billige Hure. Hier, so eine Sprayerin. Guck, was sie hier einfach macht. Boah, die ist Gangster. Anna. Kümmer dich um deinen Alltag. Was ist da passiert? Was ist mein Auto? Okay, mir egal, aber... Du hast keine Farbe mehr. Wieso bringst du dich nicht in Sicherheit und malst später weiter? Es gibt kein später, wenn ich nicht fertig werde. Moment. Zu wem gehörst du, ha? Huh? Bist du ein Spitze? Was? Nein, ich bin kein Spitze. Wovon sprichst du? Warum ist das so wichtig? Es ist nicht für mich. Es ist für Menschen wie mich, die wegen dieser Faschisten keine Versorgung erhalten. Und jetzt? Alles klar. Noch. Psst. Meinst du, das Zeichen weist auf einen sicheren Ort in der Nähe hin? Sicher vor Zombies? Nenn mich nicht Illegale. Genau deshalb muss ich das hier zu Ende bringen. Aber meine Kanonen sind leer. Ich brauche noch drei. Du meinst Sprühfarbe? Dosen. Cool. Klar, ich besorg dir drei. Okay, drei Dosen. Unglaublich wichtige Nebenmission. Hast du übrigens eine Granate auf dein Moped geworfen? Nein. Es ist aber explodiert. Das war's doch du. Nein, ich war es wirklich nicht. Hier hinten liegt ein Oscar. Hier sind Bananen. Hier ist ein eine limitierte Auflage von Frank, habe ich. Eine von 70. Also wieder ganz viel zum Einsammeln. Oh, so. Ziegelstein. Bist du runtergesprungen? Ja. Okay, wo bekommen wir die Dosen her? Hier drüben, ich sehe den Weg. So. Ich gehe zu Fuß. Alles klar. Ja, dein Moped ist eh kaputt. Ja, ich will ja auch hier ein bisschen was sehen von der Welt. Können aber noch nicht sprinten, das haben wir noch nicht gelernt. Oh, ist hier fett! Jetzt, oh. Warte mal, hier drüben. Was denn? Ich habe irgendwas Wertvolles gefunden. Kann man hier nach oben gehen? Ein Dickelson wieder? Oder meinst du, oh, diese wie cool. Goldene Schriftrolle da oder den Kopf? Beides. Guck mal hier, Bauplan. Boah, der Mecha-Drache. Boah, yes, ein Katana ist hier oben. Oh, Katana ist immer gut. Katana war die beste Waffe damals im ersten Teil. Ich wollte gerade sagen, Katana ist die beste Waffe in der Zombie-Apokalypse. Es regnet schon wieder Zombies. Ja, die kommen hier vom Dach runter. Du weißt, wir haben nicht endlos viel Zeit. Ja, du alberst doch hier rum. Du machst doch hier Unsinn. Mach doch jetzt, komm mit. Moment, ich will mir hier so einen Drachen bauen. Kann man den hier schon zusammenbauen? Ja, den kann man hier schon bauen. Ich nehme erst mir so einen Schluck Limo. Ja, das hilft bestimmt. Hier ist der Kopf von dem Drachen, wenn du noch keinen hast. Da regnet es neue Zombies. Moment, ich brauche einmal hier so Feuerwerk. Ja, mach du mal. Oh, warte, wie beruhigt Drachen hier steht's? Ein Sonnenschirm. Ist hier auch. Wo? Der liegt hier neben dem Container, wenn er nicht... Nein, ich sehe ihn. Nein, hier, Sonnenschirm. Den kann ich hier nehmen. Im Kreis. So, ich habe den Sonnenschirm. Jetzt Katana kann wieder weg. Weil ich, Mann. Wo ist der Schädel? Vor dem Container. Welcher Container? Das Ding, wo du draufgeklickt hast. Doch kein Container, das ist eine mexikanische Behausung. Pass auf mit dem Katana, Mann, das ist gefährlich. Warte, der Schädel fliegt weg. Der fliegt immer wieder weg von mir. So, töte mal den hier, sehr gut. Ja, ist schon weg. Und jetzt Combo. Und jetzt Combo, ey. Der steht wieder auf, oder was? Okay, was haben wir jetzt kombiniert? Boah, wie geil. Boah. Boah, geil. Ich bin King. Was kannst du jetzt machen? Gar nichts, oder? Natürlich, guck. Moment. Ich kann so. Ah, den Kopf los. Okay, das ist das Kopf. Hier, sonst kann ich nicht. Kannst du fliegen? Kannst du springen? Ah, ja, vielleicht kann ich fliegen. Schweben oder so, bestimmt nicht rund. Boah, warte, ich fliege jetzt. Ich bin bereit. Nee, hat nee, nichts gebracht. Nicht. Okay, weiter jetzt hier. Wahrscheinlich muss ich höher gehen. Ja. Geh mal aufs Dach und spring runter. Ich bin irgendwas musst du ja können. Ich glaube auch, das funktioniert. Wo bist du jetzt? Neuen Anruf. Hab ich nicht, ich hab kein Handy. Okay, irgendwo hier soll ein Mönch in der Nähe sein. Na, der bekannte Mönch. 150 Meter nach vorne, der wird schon angegriffen.
Oh Gott. Die Zen-Gärten sind gefährdet. Oh ja. Alles klar, wir gehen jetzt erstmal hier drüben hin und holen die Sprühdosen. Oh nein, 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 ich habe hier die Alarmanlage irgendwie. Du Horst, hier kommen alle rein, Mann. Hier läuft da noch Update. Nico und Waffenlager so ein hier. Update. Blendgranaten, Armbrust, was ist denn alles drin? Armeejacke und Hose, jawohl, sieh mich an. Ich bin gemachter Mann. Oh, ja. Die ging ein bisschen daneben. Jawohl, hier eine schusssichere Weste. Ey, ich bin tot. Du hast mich gefinisht. Ich bin fast tot. Nein, du hältst doch sau viel aus. Erzähl doch keine Lügen. Er tötet mich hier, aber Gott sei Dank hatte ich die schusssichere Weste. Oh, jetzt reicht. Boah, was habe ich hier drüben? Leuchtpistole. Helm. Taktischer Helm und taktische Weste. Du musst cool aussehen. Guck mal hier, sie brennen. Ist das cool. Burning Van. Burning Man. Burning Man. Jawohl, packen sie an. Ich guck mal, was hier noch so schönes gibt. Schrotflinte, so klassisch ein bisschen. Ja, ich will auch neue Klamotten. Kann ich mir hier was holen? Ja, hinter dir ist ein Helm. Hinter mir ist ein Helm? Ah, und hier drüben, ich sehe den. Ja. Und die Weste hängt hier an dem Garderobenständer. Guck mal hier, Helm und Sonnenbrille. Ich hab alles. Was? Helm und Sonnenbrille? Boah, eine Kettensäge. Was? Chainsaw Massacre? Hier ist ja wirklich alles dabei. Die Schrotflinte ist auch schon cool. Ich hab voll den geilen Schritt. Ich hätte gerne noch eine Hose, eine richtige. Hast du hier Klamotten noch gesehen? Yeah! Oh, neue Blitz! Hier sind neue Schuhe. So, taktische Stiefel. Okay, Moment, jetzt aber komm, lass uns erstmal hier die Dosen holen gehen. Ja, warte doch. Mann. Ey, wir trödeln viel zu viel. Nein. Natürlich. Was habe ich jetzt? Okay, bist du draußen? Ich schlitze hier rum. Crossbow, Crossbow. Jawoll. Extrem geiler Shit hier. Macht aber auch extrem. Du kannst sogar, wenn du springst und trittst, dann kannst du so einen Jumpkick machen. Kann ich denn irgendwas machen als Drache? Mächtige Drache. Oh Gott, was ist denn hier oben los? Wo müssen wir hin? Was kann ich als Drache machen? Also, pass mal auf, wir haben jetzt ein Zeitlimit, was hier abläuft, ne? Genau. So. Und die Sprühdosen haben noch 3/4 ungefähr. Ja, aber die Zen-Gärten sind voll. Ja, wir sollten also jetzt zu den Sprühdosen gehen, weißt du? Wir können auch zu Rhonda gehen. 64. Nee, nee, Rhonda machen wir, wenn wir fertig sind mit dem Leben. Hör doch mal auf. Hallo! Was denn, wie denn? Hallo! Camp Granada in der Masse. Wir gehen dahin, wo es explodiert jetzt. Hallo, so. Ein Zombie im Büro. Ein Zombie im Büro, hallo. So, wir laufen jetzt zu den Sprühdosen, komm. Ich bin dabei, ich bin schon so gut wie da. Ich bin ja, so ein Quatsch. Bin beinahe vorne. Ich finde den Koop-Modus richtig cool. Naja, man macht nur Unsinn. Ja, aber du kannst. Oh Gott, ich bin eingekesselt. Jeder für sich. Boah. Ein Springer. So, hat er dich hier? Springer, ja. Oh Gott, was ist das hier für ein Dumm? Wo hast du mich hingebracht? Ich bin drin, aber wohin jetzt? Wir haben drei. Eine Punkte. Und hinter uns. Die liegt hinter uns. Kann man hier rein? Ne, hier rechts ist die. Ach, hier bei den ganzen Zombies. Ja. Oh, und Haartrockner. Den muss man mitnehmen. Kann ich den auch benutzen? Hier drüben ist eine Stehlampe. Schade, ich kann nicht damit so föhnen. Okay, holen wir die nächsten. Ja, müssen wir uns beeilen jetzt. Wie kann man hier rein? Schon wieder so eine Tür. Ja, das ist so... Keine Ahnung, ob man später hacken kann. Los, los, los. Oh. Boah, Katana. Ist das hier nicht dieselbe Ecke, wo wir gerade waren? Oh, wir hätten auch einfach in das Haus reingehen können. Oh Gott. Ja, ich kenne mich hier auch gar nicht aus. Du bist doch der Profi. Du bist doch dick. Nee, du wolltest hier ein Ding ins Bau. Wir sollten uns ein Auto holen, sonst brauchen wir ewig, Mann. Ich hab Farbdosen, gehen die auch? Und Farbdosen müssen wir doch abgeben. Nein, wir brauchen Sprühdosen, das ist ein riesen Unterschied. Gehopst, ja, aber ja. Boah, ich hab einen riesigen Energy Drink eben gerade gefunden. Komm, ich hab ein Auto, steig ein und ab geht die Post. So eine 1-Liter-Dose. Ich glaube, wir explodieren in dem Auto, aber es geht richtig ab. Warte doch auf mich. Ja, ich hab hier schon einen Beifahrer, Mann. Ja, das Teil brennt.
Die bezahlt mit meinem Leben. So, jetzt habe ich sie weggeschossen. Bist du drin? Los. Und damit endet diese Episode Dead Rising 3. Zur nächsten Episode kommt ihr, wenn ihr rechts auf das Bild klickt, sofern die Episode verfügbar ist, und zu anderen Titeln und somit zu anderen Playlists, kommt ihr auf den Button unten, alle Playlists. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, bis dahin und...